Das hier ist nicht mein Badezimmerschlüssel, sondern dieser Schlüssel gehört zu einer alten oberbergischen Tür. Es ist ein bisschen geflunkert, denn diese Tür wurde eigentlich ganz, ganz neu hergestellt und die wird eingerahmt von einem großen roten Holzrahmen. Das Ganze nennt sich Türportal und gehört zu einem der wahrscheinlich außergewöhnlichsten Adventskalender der Welt mit dem Namen Die Portale von Gummersbach. Die stehen mitten in Gummersbach in der Fußgängerzone und halten jeden Tag, also vom 1. bis zum 24. Dezember, eine besondere Überraschung bereit. Jeden Morgen um 11 Uhr wird eine Tür geöffnet und die sogenannten Türpaten präsentieren mit ihren Bekannten und Freunden eine besondere Aktion, die viel Spaß macht, für die ganze Familie ist und gleichzeitig teilweise noch karitative Zwecke erfüllt, also Menschen in Not helfen. Über 40 Unternehmen sind beteiligt an den Portalen von Gummersbach, an der Herstellung, der Produktion, der Wartung, der Sicherung und an den Aktionen, die täglich hier stattfinden. Zwei Hilfsorganisationen, zwei Schulen und viele engagierte Menschen sind dabei und die garantieren, dass der Dezember in Gummersbach zauberhaft und nicht langweilig wird. Wir hoffen, dass wir mit unseren offenen, sich öffnenden Türen, also offenen Herzen begegnen und dass die Menschen sagen, schön in Gummersbach zu sein. Bis dann.